Hi Leute, das Samu hier. Das Heartbreaker Gearset stand immer so ein bisschen, ja, nach dem ersten großen Nerf stand es immer so im Schatten des Stürmer-Sets. Ich persönlich finde, bei all dem Schaden, den wir im Spiel haben, der eh schon sehr, sehr immens ist, besonders was das Stürmer-Set angeht, braucht sich mittlerweile auch dank des kleinen Buffs und den Gegebenheiten, die Season mit sich bringt, ne? Auch mit den ganzen Modifiern und so, braucht sich das Heartbreaker-Set überhaupt nicht zu verstecken. Für mich eins der stärksten im Spiel, zusammen mit dem Stürmer und tatsächlich sogar in vielen Situationen, alleine durch die Survivability, die man mit dem Set hat, sogar meines Erachtens ein Tick besser. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Das Heartbreaker Gearset hat wie so einige andere Gearsets einen schönen Buff bekommen. Beziehungsweise im Fall des Heartbreakers wurde der Damage ein bisschen erhöht, welcher natürlich hinten raus zur Geltung kommt. Und das Ganze ist tatsächlich so weit, dass ich persönlich sage, dass man dem Heartbreaker nicht nur eine Chance geben sollte, sondern dass er eine sehr, sehr gute Alternative zum Stürmer-Set bietet. Wir wissen immer noch, ne, Stand jetzt selbst des kleinen Nerfs, welches das Stürmer-Set bekommen hat, ist es trotzdem noch in der Kombination, wie wir es alle kennen, mit Vitale Stürmer, quasi der Rucksack, der schneller die Stacks aufbaut, dann eine Brust mit vernichtend
und einer Coyote oder whatever definitiv immer noch mit das Stärkste. Besonders wenn die Brust auch mit im Spiel ist von Stürmer, dann ist es natürlich besonders komplett auf Rot gebaut. Da kommt nichts anderes dran. Aber, und da ist die große Sache, den Schaden, den der Stürmer ja, drücken kann, den brauchst du nahezu im Spiel überhaupt nicht. Ja, besonders auch mit den Modifiern jetzt ist das absoluter Overkill. Und da kommt meines Erachtens Heartbreaker jetzt so richtig schön reingeprescht und macht nicht nur sehr, sehr geilen Damage, sondern bietet auch, sag ich mal, direkt einen Vergleich zum Stürmer, wie er früher war. Ne? Der Stürmer hat ja damals auch hier in der geheimen Set-Variante hat er Leben regeneriert, ne? Während man eh schon gut Damage gedrückt hat. So ein bisschen kann man das sehen, dass der Heartbreaker ähnlich funktioniert, nur dass er im Gegensatz zum Stürmer von damals zwar kein Leben, keine Rüstung generiert, aber er einem Bonusrüstung gibt. Und das macht es einfach so viel besser, Gegner face zu tanken, auch mehrere Gegner face zu tanken, aus einer Situation rauszukommen und oder einfach Gegner zu stunlocken. Die können euch fast nichts anhaben. Das ist echt krass. Ich meine, im Gameplay habt ihr das gesehen, dass es absoluter Wahnsinn. Und das war ohne Modifier. Wie gesagt, mit den Modifiern ist das Ganze nochmal, ihr seht es unten gleich im Schießstand, das ist total bekloppt. So, gehen wir aber mal auf so ein paar Sachen ein, was das Heartbreaker-Set braucht, um richtig zu funktionieren. Und zwar ist es so aufgebaut, dass wir für das Heartbreaker-Set einen Gegner brauchen, der markiert ist mit einem Impuls. Ja, also ein normaler Impulsgeber ist da sehr, sehr gut. Ansonsten reicht ein Kopfschusstreffer, um den entsprechenden Gegner, dem man den Kopfschuss gegeben hat. Also er wird dann für 5 Sekunden markiert und man macht dann entsprechend den Schaden des Heartbreaker-Sets und kann die Stapel aufbauen. Natürlich in Kombination mit einer ganz speziellen Spezialisierung, und zwar dem Techniker, geht das Ganze noch ein bisschen einfacher, besonders wenn man High-End-Waffen spielt. Und zwar ist das hier einfach der Impuls-Laserpointer. Der Impuls-Laserpointer des Technikers, der anvisierte Ziele direkt mit einem Impuls markiert, Unterlauf, Anbau für lange Schienen, der wird vorausgesetzt. Das heißt, ihr könnt es nicht an alle Waffen dran machen, aber in dem Fall wie hier an die ACS, welche ich euch auch definitiv empfehlen würde, die ist auch erste Wahl beim Stürmer-Set, weil sie halt einfach so schnell ballert und alle Pellets quasi die Stapel vom Heartbreaker und oder vom Stürmer so schnell hochpushen. Und in dem Fall hier ist das die perfekte Waffe, um Gegner face zu tanken. Weil ihr haut die Kugeln rein, bekommt eure Bonusrüstung, macht sogar noch sehr, sehr guten Damage und haut eure Stapel vom Heartbreaker hoch, sodass ihr da nie Probleme habt, dass die irgendwie zu niedrig sein sollten. So, das ist aber auch, wie gesagt, der einzige Grund. Ne? Wenn euch das nicht interessiert oder ihr mit anderen Waffen spielen wollt, die keine Unterlaufschiene haben, hier, wo ihr den Laserpointer dran machen könnt, dann müsst ihr natürlich auf andere Sachen zurückgreifen. Entweder immer gucken, dass ihr einen Headshot drauf macht auf die Gegner oder dass ihr einen Impuls hier dabei habt, um die Gegner zu markieren. So, gehen wir aber mal aufs eigentliche Set. Kommen wir da mal drauf zu sprechen. Und da ist die Waffe neben der, also die ACS sollte Pflicht sein. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Als Zweitwaffe hier, es ist eigentlich komplett egal. Ne? Ich spiele das mal mit der Strega, mal mit der Adler, mal mit der Chameleon, mal mit meiner schönen Bighorn, mal mit der St. Elmo. Es ist nahezu komplett egal, was ihr nehmt. Ne? Es ist echt krass. Ich würde euch tatsächlich nicht empfehlen, das Ganze mit dem LMG zu spielen, weil Heartbreaker ist, ja, wie der Stürmer, nah am Gegner dran. Stacks aufbauen, Vollgas geben und das am besten mit einem Schild, dass ihr ja noch länger ein bisschen stehen könnt und durch den Aufbau des Heartbreaker-Sets, ihr seht schon, dass ich hier 4 blaue Rüstungskerne drin habe, macht das natürlich super Sinn, weil die euer Schild buffen. Ja, deswegen spielt hier mit unterschiedlichen Waffen rum, ist definitiv nice. So, gehen wir mal auf die einzelnen Teile zu sprechen. 2 Teile Heartbreaker geben uns 15% Sturmgewehr und 15% LMG-Schaden. 3 Teile sind 15% Waffenhandling, ist sehr gut. Und dann halt, wie gesagt, 4 Teile Herzstopper, Kopfschüsse lösen für 5 Sekunden markiert aus. Waffentreffer auf markierte Gegner gewinnen einen neuen Stapel von plus 1% Bonusrüstung und 5 Sekunden lang 1,1%, das war vorher 1,0%, Schaden bei markierten Gegnern. Der Effekt kann maximal 50
mal gestapelt werden. Ne, jede Sekunde gehen dabei zwei Stapel verloren. Gold habe ich das Ganze, wie gesagt, so, dass ich vier Rüstungskerne drin habe für das Schild und einfach um ein bisschen mehr Rüstung zu haben. Was dem Set halt, wie gesagt, keinen Abbruch tut, weil ihr eh mehr als genug Damage macht. Die Handschuhe sehen folgendermaßen aus. Der Rucksack, ich spiele das hier mit Rucksack und Brust. Ihr müsst es euch so vorstellen, der Rucksack erhöht quasi die Bonusrüstung, die ihr bekommt. Spielt ihr nicht mit dem Rucksack oder mit einem Ninja Bike oder ähnliches, dann fehlt euch ein bisschen an Bonusrüstung, das merkt ihr dann. Und die Brust im Gegenzug, die erhöht das Ganze nochmal, die Stapel von 50 auf 100, dass ihr nochmal ein bisschen mehr Damage macht. Dann habe ich hier Knieschoner und hier könnt ihr wirklich überlegen, ihr könnt hier auch was anderes nehmen, könnt Heartbreaker Knieschoner nehmen und nehmt dann hier, keine Ahnung, vielleicht, wenn ihr wollt, hier entweder die Adlerkrallen rein, die sehr, sehr geil sind, noch ein bisschen mehr Munition oder die Dienstleisterhandschuhe für den Rüstungsschaden, nicht generell für den LMG-Schaden oder was ihr möchtet und switcht das einfach hin und her. Ne? Ich habe hier unten halt die Gebiet des Fuchses für die 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele, dass ich die nochmal ein bisschen mehr habe und dass den Schaden noch ein bisschen mehr hochballert. Und dann natürlich mit eins meiner Lieblings-Items jetzt in der aktuellen Season. Das ist die Centurio-Scheide, der neue Centurio-Holster. Und der ist halt einfach nice, weil je nachdem die erste Waffe, auf die ihr wechselt, die hat 20% Feuerrate und 20% Waffenschaden. Die zweite Waffe, auf die ihr wechselt, hat dann 50% Magazingröße und 50% Nachladetempo. Da ist es im Moment so. Bin mal gespannt, ob das noch gefixt wird, weil es nirgendwo drin steht. Aber es ist so, wenn ihr auf die Waffe wechselt, die Magazingröße bekommt, den Bonus, dann lädt diese Waffe auch automatisch nach. Was natürlich auch krass ist, wenn ihr zum Beispiel hier mit dem Modifier, mit dem ich auch gern spiele, hier mit ungeduldig, welcher euer Standardmagazingröße um 50% reduziert, das interessiert den Holster nicht. da könnt ihr schön mit rumspielen. Ist auf jeden Fall nice. Ihr könnt die Bonis auch swappen, wenn ihr den Bonus, den ersten Bonus zum Beispiel auf der zweiten Waffe haben wollt oder ähnliches. Dann wechselt ihr einfach von der einen Waffe auf die Nebenhandwaffe oder auf die Spezialisierungswaffe, was ich persönlich finde, dass das besser funktioniert. Ich hatte immer mal so ein bisschen Probleme mit der Handfeuerwaffe, aber kann auch an meinen Fettfingern liegen. I don't know, ne? Auf jeden Fall, der Wechsel auf eine andere Waffe hier lässt euch die Boni bei den Waffen hin und her swappen. Auch der Wechsel auf Granate soll, meine ich, funktionieren, habe ich auch von euch mitbekommen. So, dann an Skills, natürlich. Das Schild, wie ich gesagt habe, ist hier absolut nice. Ihr könnt natürlich auch ohne Schild spielen, kriegt dann aber deutlich mehr Damage rein. Dadurch, dass wir eh vier Rüstungskerne haben, ist das Schild stark genug. Ist auf Rang 5, hat 50% Aktivregeneration, 200% Schildlebensenergie und 25% Regeneration im Holster. Plus das, was ihr über Know-how reinballert. Und natürlich hier einfach nochmal ein bisschen den normalen Impulsscanner, um Gegner zu scannen und dass ihr... je nachdem, in welcher Situation ihr euch befindet, wenn ihr nicht mal mit der Pumpe schießt und schießt mit eurer normalen Waffe, dass ihr da die Gegner auch sehr schön direkt so angreifen könnt, dass Heartbreaker brockt und ihr den Bonus halt hochballert. So, werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Gesamtwerte. Seht ihr hier, nagelt euch wie gesagt an der Chance auf Crit nicht fest. Ich spiele mit Modifiern, ich spiele mit Rache. Rache gibt euch passiv bis zu 50% kritische Trefferchance, deswegen ist das nicht so schlimm. Solltet ihr nicht mit Modifiern spielen oder ähnliches, dann schaut ihr einfach, dass ihr von den Attributen her und von den Mods die kritische Trefferchance mal mindestens auf 50 ballert und dann sollte der Rest okay sein. Den Rest seht ihr dann hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter in den Schießstand. So, und da seht ihr in dem Fall natürlich, wenn ich jetzt Gegner normal anschieße, dann tut sich da absolut gar nichts. Der Gegner muss schon am Kopf getroffen werden, ist dann markiert. Und wenn ich dann auf ihn drauf schieße, seht ihr schon, dass Heartbreaker sich hochsteckt. So, das Ganze natürlich sehr, sehr überschaubar. Wenn ich aber jetzt auf die ACS wechsle, macht aber auf die Stacks. Die sind jetzt schon voll. Ne? Ihr seht es. Und dadurch, dass ich den Laserpointer drauf habe, die Bonusrüstung ist halt einfach abartig. Ja, und dann auf die andere Waffe. Und absolut okay. Ne? Wie gesagt, je nachdem, was ihr nehmt, könnt ihr auch hier. Gehen wir mal auf mein Big Hörnchen.
Ja, kann man machen, ne? Und das bei der Bonusrüstung, wie gesagt, bei vier blauen Rüstungskernen. Absolut nice. So, und das war's von mir, Leute. Habt ihr mal Heartbreaker ausprobiert jetzt in der aktuellen Season? Was denkt ihr über Heartbreaker? Schreibt mir, was ihr so gebastelt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.